Am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr dringt nach ersten Erkenntnissen der Polizei eine 49-jährige ehemalige Nachbarin in das Haus einer 54-jährigen Frau aus Oberfellmar ein. Nachdem die Frau das Fenster der Terrassentür im hinteren Bereich des Hauses eingeschlagen hatte, ging sie mit dem Messer auf die im Haus lebenden Frau los. Die Bewohnerin flüchtete vermutlich mit mehreren Schnittverletzungen aus dem Haus und brach dann auf dem Bürgersteig zusammen. Anwohner, die durch die Schreie im Haus aufmerksam geworden waren, informierten sofort die Polizei und Rettungswagen. Doch für die Frau kam aufgrund der schweren Verletzungen jede Hilfe zu spät. Eine 49 Jahre alte Frau, so unser bisheriger Erkenntnisstand, hat eine 54-jährige Hausbewohnerin hier tätlich angegriffen. Die Auseinandersetzung begann wohl schon im Wohnhaus und hat sich dann auf die Straße fortgesetzt. Auf dem Bürgersteig gegenüberliegend ist die 54-jährige dann schwer verletzt zusammengebrochen und wohl noch an der Stelle verstorben. Der hinzugerufene Notarzt hat nur noch ihren Tod feststellen können. Die Täterin flüchtete nach Angaben von Zeugen zu Fuß in Richtung Bahnhof Oberfellmar. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte jedoch zunächst keinen Erfolg. Allerdings konnte die Frau bereits gegen 16.30 Uhr in einem Offenbacher Krankenhaus festgenommen werden, als sie gerade Schnittverletzungen an der Hand behandelte. Mutmaßliche Täterin, hier im Bild zu sehen, hatte bis Anfang Dezember mit ihrem Sohn im Nachbarhaus gewohnt. Wie uns Pressesprecher Wolfgang Jungnitsch mitteilte, war die Frau offensichtlich geistig verwirrt. Wir wissen bislang lediglich gesichert, dass sie bis vor 7 Wochen hier in der Nachbarschaft gewohnt hat. Es hat wohl auch Anhaltspunkte dafür gegeben, dass sie möglicherweise zumindest zeitweise geistig verwirrt ist. Da soll es Vorkommnisse gegeben haben, Entziehung elektrischer Energie, solche derartige Vorwürfe. Aber Anhaltspunkte für ein so tätliches Vorgehen sind uns zumindest bislang nicht bekannt. Der Sohn der Täterin war auch oft in der Nachbarschaft zu Besuch, bis die Mutter aus heiterem Himmel Schreianfälle bekam. Das Kind war immer bei uns am Anfang, der hat ihr Abendbrot gegessen, Kika geguckt und was alles. Und auf einmal war es aus. Hat sie den ferngehalten hier und dann hat sie angefangen zu schreien. Wie geschrien? Also was hat Schreianfälle, schizophrene Schreianfälle. Über die Hintergründe der Tat konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Derzeit befindet sich die Frau im Polizeigewahrsam.